In diesem Video geht es heute um den Kreis, um konzentrische Kreise und um den Kreisring. Du siehst hier einen Punkt. Dieser Punkt soll der Mittelpunkt eines Kreises werden. Ein Kreis wird gebildet durch alle Punkte, die von diesem Punkt nun gleich weit entfernt sind. Ich nehme hier nun einen Punkt und das ist unser Abstand. Nun zeichne ich viele Punkte, die denselben Abstand haben. Du kannst hier schon die Form des Kreises erkennen und die Pfeile deuten an, dass jeder Punkt wirklich gleich weit entfernt ist wie der Punkt, der mit dem blauen Pfeil markiert ist. Verbinden wir nun diese einzelnen Punkte, erhalten wir die sogenannte Kreislinie. Diese bildet den Kreis. So sieht nun unser Kreis fertig aus. In der Mitte haben wir den Mittelpunkt und der Kreis wird gebildet durch die Kreislinie. Diese Begriffe zum Kreis sind wichtig und du sollst dir diese wirklich gut merken. In der Mitte des Kreises ist der Mittelpunkt. Der Abstand vom Mittelpunkt zur Kreislinie wird als Radius bezeichnet mit der Abkürzung R. Die Kreislinie K ist die schwarze Linie außen, die den Kreis bildet. In grün eingezeichnet siehst du den Durchmesser. Der Durchmesser ist doppelt so lang wie der Radius und geht durch den Mittelpunkt durch. Nun möchte ich dir noch zeigen, wie man so einen Kreis konstruiert. Du hast hier die Angabe, dass du einen Kreis konstruieren sollst mit dem Radius 5 cm. Jede Kreiskonstruktion beginnt immer mit dem Mittelpunkt. Der Mittelpunkt wird gekennzeichnet durch ein kleines Kreuz. Dieser Mittelpunkt wird natürlich auch gleich beschriftet mit M. Damit du nun den Radius von 5 cm zeichnen kannst, brauchst du dein Geodreieck und du brauchst einen Zirkel. Du nimmst nun mit dem Zirkel 5 cm, stichst in den Mittelpunkt ein und ziehst dann deine Kreislinie. Wir können diesen Kreis nun noch beschriften mit der Kreislinie K und wir können auch noch den Radius einzeichnen. Der bekommt von uns den Namen R. Du siehst hier nun wieder unseren Kreis. Wenn ich nun in unseren Kreis einen zweiten Kreis einzeichne, hier nun in Blau, erhalte ich sogenannte konzentrische Kreise. Konzentrische Kreise haben denselben Mittelpunkt, aber unterschiedliche Radien. Du kennst konzentrische Kreise wahrscheinlich von Wasseroberflächen, wenn es regnet oder wenn du einen Stein hineinwirfst. Hier entstehen auch konzentrische Wasserkreise. Nun aber wieder zurück zu unseren konzentrischen Kreisen. Zwei konzentrische Kreise bilden einen sogenannten Kreisring. Ein Kreisring hat zwei unterschiedliche Radien. Der äußere Radius, hier in grün, wird als R1 bezeichnet. Der innere Radius, der kleinere Radius, hier in blau markiert, wird als R2 bezeichnet. Die Breite des Kreisringes heißt B. Wenn du die Breite des Kreisringes berechnen möchtest, musst du einfach den Radius 1 weniger Radius 2 rechnen. Diesen Hefteintrag zum Kreis schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.